Derp, 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 derp. So, wir sind wieder back. Den letzten Auftrag bzw. die letzte Session habe ich abbrechen müssen, weil ich was anderes tun musste. Also, ja, ich habe ja alles verkauft. Ich dachte gerade, wir wurden ausgeraubt. Kann ich denn den letzten Auftrag, ja, genau hier fortsetzen? Da haben wir doch dieser Drecksbude da aufgeräumt, wo ich den Schrank nicht verkaufen darf, weil das unmoralisch wäre, ne? So, wo waren wir? Hier waren wir. Dieser Raum ist zu 96% sauber. Und ich finde zum Teufel, vielleicht hinterm Schrank. Aber hier ist doch auch einfach alles sauber. Du musst noch 55 Fortschritte erreichen, ja. Hier, ich kann hier doch nirgends putzen. Hier ist alles sauber. Irgendwo an den Decken vielleicht. Ah, jetzt haben wir 96%. Aber die Decke ist doch sauber, oder? Ist der Schrank dreckig? Er putzt auf jeden Fall, aber es macht halt nicht sauber. Naja, was soll's? Dann stellen wir den Schrank erstmal wieder in die Ecke. So, hier, ganz in die Ecke. So. Das passt. Gegenstand anbringen. Kinderbett. Kinderbett. Jetzt kaufen. So, ey, nein, 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 zurück. Verdammt. Kinderbett. Jetzt kaufen. Weil hier muss man noch ein bisschen hier drehen. So, ich komme ja wunderschön in die Ecke. Regal. Regal kall. Naja. Ja, nee, machen wir auch weiß. Jetzt kaufen. Kallregal. Kommt schön hier in die Ecke. So. Da wollen Sie noch eine Wickelkommode. So. Wickelkommode. Ah, das Kissen gibt es. Jetzt so. Jetzt kaufen, ne? Die Wickelkommode kommt hier neben das Kall. So. Zweimal Sitzkissen. Sitzkissen. Passen zur Wickelkommode, kaufen viele. Eins kommt dahin. Und das andere kommt da so in die Ecke. So. Sehr schön. So, streiche mit den Farben Pastellrosa. Mist, ich dachte, es wird ein Junge. Naja, egal. Darf man heutzutage ja auch, ne? So, Pastellrosa. Kaufen viele. So, es reicht erstmal zwei Stück. So, muss ja alles. Fenster muss ja auch noch. Ja, wahrscheinlich sind die Fenster auch noch die Beschmutzung dann, ne? So. Kann jetzt nur noch Stunden handeln. Verstehe ich auch nicht. Manchmal funktioniert es, dass ich zwei hier Ritzen gleichzeitig streiche. Dann wieder nicht. Ich weiß nicht, ob es da einen Trick gibt, den ich nur nicht beherrsche. Ah ja. Ich glaube, ich habe es rausgefunden. Ich muss dann so einmal leicht nach rechts eiern. So, und dann streicht dann jetzt gleich beides. Ja, das ist sehr schön. Weil das macht die ganze Sache natürlich viel schneller. Langsam hat man es mit dem Streichen ein bisschen raus. Und wenn man das dann zwei, dreimal gemacht hat, dann geht das Ganze auch viel zügiger. Wenn man es dann mal so ein bisschen raus hat, wie man am besten streicht.
Farbe nachtanken. Wo kriegt das kleine Mädchenjunge hier ein richtig schönes Zimmer, ne? Farbe war so schnell leer. So, dann hier in einem Schrank noch, ne? Ich möchte das in Wirklichkeit auch können, einfach über den Schrank streichen und dann ist hinterm Schrank gestrichen. Ich will das auch können. Dafür würde ich auch mal Fähigkeitspunkte in Real Life raushauen. Ich meine, hier fehlt noch was. So, da die Ecke noch. Hammer gemacht. Ist der jetzt auch schon wieder leer? Boah, hat doch 6 Dollar gegeben, der war doch noch nicht leer, ne? So, jetzt kaufen. Farbe da rein. So. Wie viel haben wir denn eigentlich schon verdient? Ich hab 2000 verdient. Na, der haut die Kohle aber raus, ne? Dafür, dass wir hier ein bisschen streichen und ein paar Möbel reinstellen. Mal nachtanken hier und streichen auch gleich durch. Streiche die Farbe Pastellrosa. Irgendwas fehlt ihm. Will er mich verarschen? Ich habe doch alles gestrichen. Doch alles, Fensterrahmen sind gestrichen. Ich habe nur 96%. Jetzt tun wir erstmal hier das Fenster reinigen. Ich habe den Dreh immer noch nicht raus mit diesem Fensterreiniger. Einfach mal kreuz und quer drüber fahren. Das ist doch auch irgendwie, das ist doch so, man macht jetzt hier in einem Videospiel Hausarbeiten, die man eigentlich auch in Real Life einfach mal machen könnte und man ist einfach zu faul dazu. Mein Gott, sieht das Regal verranzt aus, das ist doch neu. Also ich habe jetzt reinige die Beschmutzung 96%. Streiche mit rosa Pastell, 95%. Es ist einfach fucking alles gestrichen. Zählt das hier als Verschmutzung? Kann ich hier putzen? Nee, hier kann ich nicht putzen, ne? Aber streichen auch nicht. Das ist wahrscheinlich einfach nur Schatteneinstellung. So, das reicht. Wir gehen also aus dem Zimmer hier. Wir gehen ins nächste Zimmer. So, erstmal hier Müll einsammeln, ne? Hier einmal unseren High-End-Mob rausholen und nehmen, hier erstmal überall drüber fahren und alles erstmal putzen, ne? Oh, Schimmel von den Wänden wegputzen. So, reinige die Schmutzung, da haben wir ja noch Fenster. Tun wir wieder Fenster hier putzen, ne? Fenster, dass wir auf dein Bett springen. Ist ja aber dreckig, ey. Ja gut, ich meine, ich würde auch nicht wollen, dass mir jemand beim Sex zuguckt. Wenn mir keine Vorhänge leisten kann, dann lasse ich einfach das Fenster dreckig werden, ne? So, erstmal hier öffnen. Ah ja, hier ist noch Schmutz. So, Schlafzimmer. Schlafzimmer war schon komplett durch. Aber warte mal, sind hier vielleicht die Fensterbretter? Da sind die Fensterbretter dreckig.
haben wir hier auch die 100%, aber irgendwo scheint es ihm nicht zu passen mit dem Streichen. Irgendwas, aber die Wände sind doch alle gestrichen. Naja, was soll's, ne? So, her, holen wir erstmal wieder unseren Turbo-Wischmopp raus. Mal hier zu, dass ich hinter der Tür sehe, was Sache ist, ne? So, Fenster reinigen. Machen wir mit unserem Turbo-Kercher hier. Das war die falsche Farbe für einen Kercher. Das ist eher ein Bosch, also Profi-Bosch in dem Fall. Erstmal hier die Stinkfürze rauslassen. So, Jesus Gott, ihr seid Messis. So, und wieder unseren Profi-Reiniger hier. So, damit wird einfach überall drüber gewischt. Über die Küche, überall drüber. So, die Fensterbretter nicht vergessen, ne? Weil die fehlen dann immer hier zu den 1 Million%. So, Fenster reinigen, 0 von 4. So langsam habe ich es ein bisschen besser raus. Einfachste Methode, einfach von links nach rechts. So, Fenster 1, Kürze rauslassen. Fenster rein. So. Aha. Öffnen, öffnen. Euer ganzer Mief muss mal raus. Alles so verkommen lassen. Stinkt alles, muss man mal lüften, ne? Aha, ich habe einen neuen Fertigkeitspunkt erreicht. Jetzt kann ich wahrscheinlich Fenster mit Highspeed reinigen. Dreck hat schon solche Angst vor mir, dass ich gucke das Fenster nur an und plötzlich ist es sauber. So. Also ich habe, das ärgert mich jetzt, weil ich möchte wissen, was ihm hier fehlt. Dass ich hier nicht die vollen 100% beim Streichen habe. Egal, sind 5 Riesen. Wir beenden den Auftrag jetzt.